You're like a cat. Ah, hip. Von der Essensfront. Ich glaube, es ist sowas wie Brot, Ei und Käse. Also Ei und Käse eingelassen in Brot. Es schmeckt eher wie Ei auf Apfelkuchen. Und jetzt war ich bei 7-Eleven und habe einen Convenience Store Eis gefunden. Es ist Erdbeere mit Vanille und es schmeckt wie früher Ed von Schleck. Ich bin total begeistert, hin und weg. Ich glaube, ich höre mir gleich noch eins. Samstag Nacht in Seoul. Go towards like Kyode, Gangnam. In Gangnam angekommen. Das Stadtbild ändert sich ein wenig. Dominiert von großen, hohen Gebäuden. Alles ein bisschen teurer als gewohnt.
das war ein kleiner Einblick in das Kimchi-Museum. 200 verschiedene Sorten von Kimchi, also eingelegtes Gemüse. Ist quasi wie Sauerkraut, also Vitamin C haltig und soll haltbar gemacht werden für den Winter. Irgendwie vermisse ich Nutella, ja. Deswegen. Ich bin jetzt im Shangdeokgung Palace und ja, sieht ein bisschen so ähnlich aus wie der andere, den ich letzte Woche besucht habe, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Aber trotzdem schön, der Vielfalt der Blattfarben ist schon was Schönes. Für den Secret Garden muss man extra Eintritt bezahlen, aber der Secret Garden für mich Secret Land. Hello! Hello! Eine Anekdote aus dem Hostelleben, das geht, das eher weniger, weil Reis in Seaweed mit ein bisschen Fleisch drin. Da ich gestern in einer Gruppe unterwegs war, war es relativ schwer zu sprechen, weil man möchte die Gruppe auch nicht ständig aufhalten, es reicht ja schon immer mal für 4 Sekunden Video stehen zu bleiben. Deswegen habe ich relativ wenig gesprochen, das möchte ich jetzt nachholen. Der Markt. Man geht in die Mitte des Marktes, also erstmal an 4 Essen vorbei, kauft sich dann ein Tablett und für $5 10 Tokens. Tokens, kleine Münzen. An den Ständen stehen die gleichen Preise, die man auch bar bezahlen wird. Und dann geht man halt von Stand zu Stand und sagt, ich möchte das Chicken, Reis, Kimchi, was hatte ich noch alles? Sushi-Rolle. Ein paar geile Nachspeisen wie diese Pancakes, die ihr vielleicht gesehen habt. Überragend. Nächster Stop war der Shangdeokgung Palace. Interessante Einsicht in die architektonische Bauweise des traditionellen Koreas. Heutzutage, wenn man durch die Stadt läuft, ist ja alles halt relativ europäisch oder westlich. Ein bisschen zu Hause. Kabinsa-Bolle, Steak, Eier und grüne Jurken aus Jammern. Das war definitiv einer der besten Klamottenläden, die ich je war. Vintage trifft es, glaube ich, nicht mehr. Das ist wirklich
alte Zeiten. Ein bisschen verliebt habe ich mich in die Bulls-Jacke und eine unglaubliche Preise. Fußarscher, Wahnsinn. Eine weitere unmögliche Sache ist, Socken in meiner Größe zu finden. Also 45 ist ja schon für europäische Verhältnisse relativ groß. Und in Korea gibt es nur One Size. Und jetzt bin ich auch schon da, wo ich eigentlich hin wollte, bevor ich auf die Suche nach Socken gegangen bin. Heute was ganz Besonderes. Katze und Hund kann jeder, aber ein Raccoon Café. Ich bin jetzt schon begeistert. Das ist der ewig grüne Wald. Friedlich, ruhig und leise. Nun ja, solange Bert Raccoon noch schläft. Die Raccoons. Das erste Café viel zu voll war und die Raccoons sich nicht wirklich. Was sind Raccoons eigentlich? Waschbären? Dass sich die Waschbären nicht wirklich bewegt haben, versuche ich es jetzt im nächsten. Lustigerweise im Bonita. When you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. Zwei Stunden später, aber war wirklich ganz lustig. Bisschen für Hunde auf engen Raum, aber ansonsten war nie ein Waschbär. Also einmal in freier Wildbahn, aber ansonsten. Mein Favorit war natürlich der Kleine mit dem Umhang. Der war echt witzig. Und hier läuft die Kamera auch noch.